Hallo liebe Chemieinteressierte, hier ist wieder André mit einem Video zur Chemie. Heute mit der Frage, warum ist Essigsäure schwach sauer? Essigsäure findet man in Essigessenz in verdünnter Form. In reiner Form kommt Essigsäure als sogenannter Eisessig vor. Er schmilzt bei einer Temperatur von 17 Grad Celsius. Die kürzeste brauchbare Summenformel lautet CH3. COOH. Und schon haben wir alles, was wir für unser kleines Studium brauchen. Wir werden in 5 Schritten vorgehen. Als erstes werden wir die Frage beantworten, was bedeutet sauer? Als nächstes ist zu klären, was man unter dem Begriff schwach sauer versteht. Als drittes benötigen wir eine Erklärung des sauren Verhaltens prinzipiell. Als viertens werden wir den Vergleich mit anderen Säuren anstellen. Und fünftens, daran gleich anschließend, werden wir eine Erklärung der relativen Säurestärke der von uns gewählten Vergleichs. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com